Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 9 News Update. Heute dreht sich alles um den Arena-Modus. Zum einen geht es ums Matchmaking, Bestrafungen und der Arena-Ranked-Modus, der uns wahrscheinlich schon bevorsteht. Es wird zwar noch ein bisschen dauern, aber es soll noch in dieser Season passieren. So vermutet man zumindest. Wir fangen jetzt direkt erstmal mit dem Arena-Matchmaking an. Und zwar beschweren sich viele, dass in der Squad-Zusammenstellung, wenn wir mit Randoms spielen, die Levelunterschiede teilweise viel zu gravierend sind und das einfach nicht passt. Respawn hat das auf jeden Fall auf ihrer Agenda, hat das wahrgenommen und sie überarbeiten definitiv das Matchmaking für den Arena-Modus, sodass, ich sag mal, jeder, der mit Randoms spielt, auch ungefähr die Mates bekommt, die seinem Level irgendwo nahe kommen. Das ist definitiv Fakt. Und übrigens nochmal nicht vergessen, heute zum 27. kommt ein neuer Patch, wo Ward genervt wird mit ihrer taktischen Fähigkeit, wenn du die gedrückt hältst im schwebenden Zustand, dass da auch mehr Sprit verbraucht wird und du nicht ewig lang oben in der Luft rumhängst. Das nur als kleine Information. Die Lever-Bestrafung im Arena-Modus wurde jetzt für kurze Zeit oder für keine Ahnung wie lange, wahrscheinlich bis der Patch dann draußen ist, deaktiviert. Und zwar gibt es ja aktuell Probleme, dass viele von euch unberechtigt eine Zeitstrafe bekommen, obwohl sie den Arena-Modus überhaupt gar nicht verlassen haben. Deswegen wurde das jetzt erstmal deaktiviert. Respawn arbeitet dran, dass das zuverlässig funktioniert, und mit einem Patch wird da garantiert ein bisschen was gefixt. Ob das in dem heutigen Patch mit dem Walknerf schon kommt, das wage ich zu bezweifeln, aber ich gehe mal bis Ende der Woche davon aus, dass die das irgendwie gefixt bekommen. Kommen wir zum Arena-Ranked-Modus. Respawn selber sagt, der nächste Monat, also wir gehen mal einfach von 4, maximal 5 Wochen aus, wird in Sachen Apex Legends Content Updates sehr, sehr trocken, in Anführungszeichen. Das heißt, in den nächsten Wochen werden wir nicht viel Neues von Apex Legends Gameplay technisch haben oder an neuen Sachen, Events oder sonst was. Aber sie schreiben auch, es lohnt sich bis Ende Juni zu warten. Und da wird wahrscheinlich dann was Fettes kommen. Und ich gehe fest davon aus, dass es der Ranked Arena Modus ist. Warum, sage ich euch hier. Erinnert euch vielleicht, alle, die das Video gesehen haben, ist schon ein paar Wochen her. Und dort wurde in den Gamefiles nämlich das Datum, der 29.06. entdeckt. Um 19 Uhr soll schon der Arena-Ranked-Modus starten. Und da würde ich sagen, lohnt sich das Warten definitiv bis Ende Juni. Man vermutet dahinter vielleicht auch ein Event, ein Collection-Event steht bevor, wo auch das Revenant-Erbstück dabei sein soll. Und wir wieder, ich glaube, 24 Sachen collecten können. Wenn wir die alle haben, können wir das Revenant-Erbstück freischalten und so weiter und so fort. Welcher Modus dann noch dazu kommt extra für dieses Event, ist noch nicht bekannt. Vielleicht kommt beides gleichzeitig, aber ich bin felsenfester Überzeugung, dass definitiv Ende Juni der Ranked-Modus kommt. Also für die Arena logischerweise. Ladies and Gentlemen, das war's schon wieder mit meinem News-Update. Daumen da lassen, Abo da lassen, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt. Und seid ihr schon länger dabei und habt noch nicht abonniert, damit könnt ihr mich völlig kostenlos unterstützen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.